So. Dann sind wir wieder hier. Okay. Dann auf nach Schatzstadt. So. Kekleon, was hast du denn heute zu verkaufen? Absolut gar nichts, was mich interessiert. Mensch, Kekleon. Das bin ich aber. Ich bin Besseres von dir gewohnt. Hast du irgendwas? Auch nicht wirklich. So, was brauchen wir denn alles nicht? Erstmal wieder ein bisschen das Zeug sortieren. Leersamen, Heilsamen. Der Schadesamen. Beiden Boxen lassen wir noch aufmachen. Oh, das ist nett. Das ist nämlich ein Raichu-Item und die gehen für Pikachu genauso. Ein Orangegummi, das ist was für Fliegi. Okay, erhöht die Verteidigung. Okay, das heißt, ich habe jetzt zwei Items, die mir meine Verteidigung erhöhen. Das ist sehr gut. Eine Verteidigung von 86, das ist okay. Nehmen wir mal mit für den Fall, dass wir irgendwo unterwegs wieder einen Kekleon-Laden finden und was kaufen. Oh, richtig, Kilian. Wir sollten nochmal bei der Tohaido-Klippe vorbeischauen, bevor wir zur Gilde gehen. Für den Fall, dass Reptin zurückgekommen ist. Lass uns bei der Tohaido-Klippe vorbeischauen. Ah ja, gut. Das ist vielleicht noch eine nette Idee. Ob Reptin zurück ist, würde ich gerne wissen. Gehen wir. Reptin ist nicht hier. Hey, hier drüben. Da liegt ein Stück Papier. Da steht etwas in Fußabdruckrunen draufgeschrieben. Das ist ein Brief von Reptin. Es muss eine Mitteilung für uns sein. Ich lese ihn vor. An Kilian und Fliegi. Wie geht es euch? Wie läuft eure Suche nach dem verborgenen Land? Für mich läuft es ganz gut. Ich habe schon 3 Zahnräder Zeit eingesammelt. Ich muss nur noch 2 Zahnräder Zeit finden. Und ich habe vor, wieder zu euch zu stoßen, sobald ich alle 5 Zahnräder Zeit habe. Alles läuft nach Plan. Tobutz und seine Freunde haben die Situation verstanden und kooperieren. Tobutz erzählte mir, dass die Mitglieder eurer Gilde sie wissen ließen, dass ich käme. Vielen Dank dafür. Es ist ermutigend, dass immer mehr Pokémon dazu übergehen, mir zu vertrauen. Trotzdem werde ich mich von Schatzstelle und der Gilde fernhalten. Zunächst einmal, weil ich nicht weiß, ob mir die Pokémon in dieser Welt völlig vertrauen. Aber es gibt doch etwas Beunruhigenderes. Es ist damit zu rechnen, dass Zwirfinst jederzeit aus der Zukunft zurückkommen kann. Zwirfinst? Wenn man darüber nachdenkt, Zwirfinst ist uns in der Zukunft nicht endgültig losgeworden. Ich würde nicht ausschließen, dass er uns hier jagen würde. Er will uns immer noch beseitigen. Okay, ich lese weiter. Da Zwirfinst kommen wird, sollten wir uns unauffällig verhalten. Dies ist ein anderer Grund, warum ich Schatzstadt und die Gilde meiden werde. Stattdessen werde ich vielleicht zur Tohaido-Klippe oder zum Strand kommen. Falls wir uns treffen, können wir dann Informationen austauschen. Euch in jedem Fall viel Glück. Wir stoppen die Lähmung des Planeten. Von Reptain. Okay, scheint, als wäre Reptain sehr beschäftigt.
Wir sollten mit unserer Aufgabe besser auch nicht scheitern. Diesen Brief nach taucht Reptane entweder hier oder am Strand wieder auf. Falls wir runter zum Strand gehen, sehen wir Reptane dort vielleicht. Wir sollten zum Strand gehen, bevor wir zur Gilde gehen. Ja, dann müssen wir auch noch zum Strand nachher, aber ich will erstmal zu Pandir. Mir wieder ein paar Drinks mixen lassen. Eine Escort-Mission, nein, danke, auch wenn es nur auf der Feuchtklippe ist. So, einmal diesen Weißgummi, der wäre dann für mich. So. Mehr Angriff. Und dann haben wir hier noch ein Orangegummi. Der ist für Fliegi, weil das Orange ist für Kampf-Pokémon. Ui, was haben wir denn? Ui. Der Fluss der Klarheit. Okay. Haben wir wieder einen neuen Dungeon. Auch wenn der jetzt nicht unbedingt so interessant ist. So, dann gehen wir mal zum Strand. Kapitel 18, Lapras. Jetzt geht's rucki zucki mit den Kapiteln. Ich hatte gehofft, Reptane hier zu treffen. Nein, er ist noch nicht hier. Wo wir gerade beim Nicht-Hier-Sein sind. Die Krabi sind auch nicht hier. Die kommen abends immer hierher, um Blasen in die Luft zu pusten. Ich liebe es, wie ihre Blasen in den Abendhimmel davon schweben. Wirklich schade. Es ist eine Enttäuschung, aber... Sieh nur, Kilian. Der Sonnenuntergang ist so schön wie immer. Weißt du, es war mein Traum, das Rätsel meines Reliktfragments zu lösen. Aber ich hätte niemals gedacht, dass das Reliktfragment mit dem verborgenen Land in Verbindung steht. Das erinnert mich daran. Es war hier, wo Smogon und seine Handlanger mein Reliktfragment gestohlen haben. Ich erinnere mich. Ich hatte zu viel Angst, um es zurückzuholen. Du hast mir damals Mut gegeben, Kilian. So werden wir damals zu einem richtigen Team, weißt du? Dieses Reliktfragment zurückzuholen, das war das erste Abenteuer für Team Crossheart. Und jetzt verwenden wir dasselbe Reliktfragment, um zum verborgenen Land zu gelangen. Seltsam, wenn man so darüber nachdenkt. Das stimmt. Ein Abenteuer mit Fliegi und die Suche nach dem verborgenen Land. Beides begann mit dem Reliktfragment. Dieser schöne Sonnenuntergang. Ihn wird es nicht mehr geben, wenn die Lähmung des Planeten nicht aufgehalten werden kann. Wir müssen das verhindern. Wir haben keine Zeit zu verlieren, wenn wir das verborgene Land finden wollen. Wir müssen morgen das Beste aus uns herausholen, Kilian. Das stimmt. Wir müssen uns sehr anstrengen. Ich muss die Mission zu Ende bringen, die ich hatte, bevor ich mein Gedächtnis verlor. Meine Mission mit Reptane. Eine Mission, um Pokémon dieser und der zukünftigen Welt zu helfen. Was? Hey Kilian, dieses... Was ist das? Ein Lapras. Was könnte das sein? Sieht so aus, als schwimme es durch den Sonnenuntergang. Ich glaube, es ist ein Pokémon. Es ist irgendwie seltsam. Die Sonne ist fast weg. Wir sollten bald zur Gilde zurückgehen.
Hahaha. Die Krabi waren aus gutem Grund nicht hier. Sie sind abgehauen aus Angst vor uns. Haha. Wahaha. Aber was? Dieser Opa Quirtel hat uns wenigstens nicht angelogen. Hehe. Dieser Schrott, den wir damals gestohlen haben. Ich wusste nicht mal, dass er so viel wert sein würde. Na und, wir kriegen das Reliktfragment von ihm so oder so. Das bedeutet, das verborgene Land wird erkundet von niemand anderem als uns, Team Tortenkopf. Hahaha. Wahaha. Ich liebe es, die Stimmen von den dreien zu machen. Na, sieh mal einer an, wer da ist. Lapras, lange nicht gesehen. Zu lange nicht, Knuddeluff. Du siehst gut aus. Geht es Plaudergei auch gut? Ja, sehr gut. Freut mich zu hören. Ich wollte dir schon immer danken. Ich weiß dein Versprechen sehr zu schätzen und dass du es all die Zeit gehalten hast. Kein Problem, nicht der Rede wert. Aber heute bin ich wegen dieses Versprechens zu dir gekommen. Unsere Situation erlaubt es nicht, dass wir uns an dieses Versprechen halten. Du weißt vermutlich warum. Also erzähl mir bitte etwas. Und zwar über dieses seltsame Muster, das wir einmal gesehen haben. Knuddeluff hat wieder die besten Connections. Oh ja. Aufgestanden und ab dafür! Es ist morgen! Deshalb wird, wie ihr euch alle wohlbewusst seid, deshalb ist der Gildenmeister noch nicht von seinem Gang zurück. Trotzdem habe ich die Absicht, wie vorgesehen, zur Salzwasserhöhle aufzubrechen. Hey, wo wollte der Gildenmeister überhaupt hingehen? Woher soll ich das wissen? Können wir das denn ohne den Gildenmeister machen? Kein Problem, es gibt überhaupt keinen Grund für eure Bedenken. Der Gildenmeister muss entschieden haben, dass wir uns bis auf Weiteres auch ohne ihn auskommen. Darum ist er bis jetzt nicht nach Hause gekommen. Außerdem habt ihr, in Abwesenheit eures Gildenmeisters, mich. Ich kann euch anführen. Warum sagt denn niemand etwas? Das kann nicht wahr sein. Glaubt ihr alle, ich wäre dazu nicht in der Lage? Leute, raus mit der Sprache! Bin ich vielleicht unzulänglich oder erscheine ich euch gar als nutzlos? Nein, das würde ich nicht so sagen, Donnerwetter. Wenn der Gildenmeister nicht hier ist, fühle ich mich weniger sicher. Hey, hey, ihr kennt den Gildenmeister. Er ist schwer zu durchschauen. Aber hey, hey, er wird sich schon zeigen, wenn die Dinge schwierig werden. Aber der Gildenmeister ist jetzt nicht hier, daher müssen wir jetzt die Verantwortung übernehmen und in seinem Sinne handeln. Das stimmt. Ich bin zuversichtlich, dass wir unsere Aufgabe auch allein erledigen können. Machen wir es auf eigene Faust. Du hast recht! Wir können uns nicht immer nur auf den Gildenmeister verlassen! Oh ja, richtige Einstellung. Geben wir unser Bestes. Plaudergei? Der Gildenmeister ist abwesend. Es gibt nur einen unter uns, der uns anführen kann. Das bist du, Plaudergei. Wie? Wer ich? Selbstverständlich, das hast du doch gerade selbst gesagt. Du sagtest, wir seien auf der sicheren Seite, wenn du uns führen könntest. Geh voran, führe uns, Plaudergei. Richtig so. Führe uns, Plaudergei. Hey, hey! Jawohl, ja, ich zähle auf dich. Nun, Leute, ihr könnt immer auf mich zählen, wenn die Dinge schlecht stehen. Was ist los, Plaudergei? Gib endlich den Startschuss! Ich weiß.
Ich fange jetzt an. Wir werden zu einer Erkundung in die Salzwasserhöhle aufbrechen. Leute, vollbringen wir gemeinsam Großes. Hört mal alle zu. Dies ist der Eingang zur Salzwasserhöhle. Euer Ziel ist es, auf die tiefste Ebene des Dungeons zu gelangen. Dort findet man die gleichen seltsamen Muster wie auf dem Reliquienfragment, das Fliegi hat. Allerdings lauert dort ein extrem boshaftes Pokémon. Extrem boshaft? Donnerwetter, das hört sich schrecklich an. Hey, hey, Plaudergeil. Was gibt es? Gestern hat der Gildenmeister etwas über dieses Pokémon erzählt. Aber du, Plaudergeil, scheinst genauso viel über diesen Dungeon zu wissen. Hey, hey. Plaudergeil, ist es möglich, dass du hier schon einmal warst? So ist es. Ich bin schon einmal hierher gekommen. Ich habe hier vor langer Zeit eine Erkundung durchgeführt, zusammen mit dem Gildenmeister. Tief in der Höhle haben wir dieses seltsame Muster gesehen. Damals erschien dieses brutale Pokémon. Also waren die denn, wie waren die denn so? Brutal, sagst du? Das weiß ich gar nicht mehr. Hä? Das weißt du nicht mehr? Ja, ich schäme mich, das zuzugeben. Sie haben uns ohne Vorwarnung aus dem Nichts angegriffen. Ich ging zu Boden, bevor ich irgendetwas tun konnte. Als ich zu mir kam, versorgte der Gildenmeister meine Wunden. Aber ich kann mich an die davor liegenden Ereignisse nicht erinnern. Also kann ich euch nichts Näheres über die Angreifer sagen. Damit kommen wir nicht weiter. Wir wissen also nicht, mit welcher Art von Gegnern wir es zu tun haben. Dann sollten wir vorsichtig vorgehen. Wartet mal. Hey, Plaudergeil. Zuerst sagtest du, es gäbe dort ein boshaftes Pokémon. Dann sagtest du, sie hätten dich angegriffen. Gibt es mehr als eins? Nein, es war nicht nur eins. Es gab da ein extrem boshaftes Pokémon, aber es war nicht allein. Als sie angriffen... Oh, jetzt erinnere ich mich. Sie griffen alle auf einmal an. Wasser schlug auf mich ein. Wie eine Flutwelle. Wie eine Flutwelle? Das könnte Attacken vom Typ Wasser bedeuten. Captain Obvious. Ihr Boden-Pokémon mögen Wasser überhaupt nicht. Ich hoffe, wir müssten gegen keine solche Gegner kämpfen. Es wäre furchtbar gefährlich, es auf eigene Faust zu versuchen. Das stimmt. Wir sollten uns zur Erkundung dieser Höhle mehrere Gruppen aufteilen. Jawohl, ja, das machen wir, Donnerwetter. Hey, hey, wir sollten Teams bilden, die nicht nur aus einem bestimmten Typ bestehen. Ihr beiden, erinnert euch daran, was der Gildenmeister gestern gesagt hat? Die zwei Mitglieder von Team Crosshard müssen in meiner Gruppe sein. Deswegen werdet ihr mich begleiten, wenn wir die Höhle erkunden. Verstanden? Ich kann mich darauf verlassen, dass ihr mich nicht zu sehr aufhaltet. Oh, erwartet nicht, dass ich alles für euch erledige. Ihr müsst schon auf euch selbst aufpassen. Verstanden. Alles klar, Leute. Erobern wir die Salzwasserhöhle. Lasst uns alles geben. Hehe, Boss. Sieht so aus, als wären die Lümmel aus der Gilde alle schon dort drin. Wahoho, sollen wir ihnen folgen? Hahaha, hört sich gut an. Wir verfolgen sie, aber lasst uns dabei unentdeckt bleiben. Wenn die Zeit gekommen ist, irgendwo im Inneren der Höhle, dann schnappen wir uns dieses erbärmliche Reliquienfragment von Fliegi. Danach flitzen wir zum tiefsten Teil der Höhle. Wir werden alle in Ruhm für die Lösung dieses Rätsels einsacken. Hehe, brillant, Boss. Dein Plan ist perfekt. Hahaha, natürlich. Sei es drum. Wir werden denn es sein, Team Totenkopf. Wir werden diejenigen sein, die zum verborgenen Land gehen werden. Hehehe. Wahaha. Haha.